Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation zum Thema Logistik. In dieser Präsentation werde ich Ihnen näher bringen, was der Begriff Logistik überhaupt bedeutet, was die Ziele der Logistik sind und in welche Teilgebiete die Logistik sich aufteilt. Letzteres wird dann auch nochmal anhand von Beispielen verdeutlicht. Kommen wir nun zum Inhalt der Präsentation. Der erste Punkt wird die Definition des Begriffs Logistik sein, in einem historischen Kontext. Der zweite Punkt sind die Ziele der Logistik. Und diese werden auch im dritten Punkt nochmal anhand der Seven Rights Definition erklärt. Im vierten Punkt geht es um die Teilgebiete der Logistik, welche Teilgebiete sie halt umfasst. Und im fünften Punkt werden diese Teilgebiete nochmal anhand von Beispielen verdeutlicht. Definition des Begriffs Logistik. Der Begriff Logistik wurde ursprünglich abgeleitet von dem altgriechischen Wort Logistike, was so viel bedeutet wie praktische Rechenkunst. Allerdings das erste Mal in Bezug mit der Bedeutung von Logistik, wie wir sie heute kennen, wurde dieser Begriff zur Zeit der Kriege von Napoleon Bonaparte gebracht. Und dort wurde Logistik erstmals spezifisch verwendet und umfasste die Verwaltung und Lagerung von kriegsbezogenen Gütern. Heutzutage umfasst der Begriff Logistik nicht mehr diese Lagerung von kriegsbezogenen Gütern, sondern umfasst eigentlich die ganze Wirtschaft. Und viel mehr als früher. Ziele der Logistik. Das Ziel der Logistik ist es, also das große Ziel der Logistik ist es, dafür zu sorgen, dass Transport, Lagerung, Bereitstellung, Beschaffung und Verteilung von Gütern, Personen, Geld und Informationen reibungsfrei ablaufen. Logistische Vorgänge sind deshalb von immenser Bedeutung für Unternehmen. Denn funktionieren sie nicht gut, kostet dies das Unternehmen viel Zeit und Zeit ist auch Geld. Also kostet dieses Unternehmen sehr viel Geld. Und das konnte man ja auch an den Lieferengpässen zum Beispiel aufgrund der Corona-Pandemie sehen, was solche Lieferengpässe, die ja auch theoretisch durch logistische Fehler oder ja, logistische Fehler entstehen können, für Konsequenzen haben, wie Kurzarbeit oder einfach, dass die Arbeit nicht so schnell geht und nicht so viel produziert werden kann. Deshalb ist es auch ein weiterer Anspruch der Logistik, sich selbst zu optimieren und immer in der Zeit modern zu bleiben, also sich nie auszuruhen und immer weiterzumachen. Deswegen ist es halt auch so, dass zur Logistik neuerdings auch schon Informationen gehören. Und nicht nur Güter, Personen und Geld. Und anhand des englischen Wortes für Logistik, was Supply Chain Management bedeutet, kann man auch gut erklären, wofür die Logistik steht und was ihre Ziele sind. Denn Supply Chain Management bedeutet das Management oder die Verwaltung von Versorgungsketten in jeglicher Hinsicht. Unter dem Anspruch, es so effizient wie möglich zu gestalten, sprich die Abläufe so gut zu gestalten, dass die wenigst möglichen Kosten anfallen beim schnellstmöglichen Ablauf. Seven Rights Definition nach Plowman. Die Seven Rights Definition von Edward Plowman ist eine andere Art, das Ziel der Logistik zu beschreiben. Diese ist ein wenig kürzer und vielleicht auch leichter verständlicher als meine Folie eben. Denn diese besagt einfach nur, Logistik heißt die Verfügbarkeit des richtigen Gutes in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, für den richtigen Kunden, zu den richtigen Kosten. Kommen wir nun zu den Teilgebieten der Logistik. Die Logistik lässt sich grob in vier Teilgebiete aufteilen. In die Beschaffungslogistik, die Produktionslogistik,
die Distributions- und Abgabelogistik und die Entsorgungslogistik. Die Beschaffungslogistik beschreibt hierbei den Weg der Ressourcen vom Lieferanten zum Lager. Können Ressourcen, Güter, Information oder Geld, ist in diesem Fall egal. Die Produktionslogistik beschreibt dann die Verwaltung der halbfertigen Produktionsgüter und der zugehörigen Materialien. Hier ist zum Beispiel nicht egal, was wir haben. Ob wir jetzt Ressourcen haben, Güter, Personen oder Geld oder Informationen. Weil es geht ja um eine Produktion bei der Produktionslogistik. Und diese befasst sich dann zum Beispiel einfach mit dem Ablauf der Förderbänder in einer Fabrik oder wie die Arbeitsschritte am schnellsten gemacht werden können, wie am schnellsten die Materialien zur Produktion einfach an die Förderbänder zum Beispiel in einer großen Fabrik gebracht werden könnten. Der nächste Punkt, die Distributions- und Abgabelogistik, beschäftigt sich dann mit der Verteilung der Waren vom Vertriebslager zum Kunden. Dieses ist eigentlich so ähnlich wie die Beschaffungslogistik. Nur der Unterschied hierbei ist, dass in der Beschaffungslogistik hohe Ressourcen oder Güter vom Lieferanten zum Lager gebracht werden und bei der Distributions- und Abgabelogistik halt die Waren vom Lieferanten zum Kunden vertrieben werden und die Waren daher halt auch schon fertig produziert sind. Der letzte Punkt, die Entsorgungslogistik, befasst sich mit der Rücknahme von Abfällen oder Recycling, wie zum Beispiel bei der Müllabfuhr, und mit dem Versand von Retourewaren. Also zum Beispiel die Rücksendung von Klamotten, die man sich online im Internet bestellt hat. Diese Organisation, die wieder zurück in die Verteilungslager zu bringen, gefällt dann unter die Entsorgungslogistik. Genau. Und kommen wir nun zum letzten Punkt, den Beispielen. Fangen wir mit Beispiel A an. Ein Unternehmen ist in einer großen Fabrik dafür verantwortlich, dass die Versorgung der Mitarbeiter mit Teilen an den Fließbändern reibungsfrei abläuft. Es sortiert die angelieferten Güter in die jeweiligen Lager ein, versorgt die Fließbänder und lagert auch die fertigen Endprodukte ein. Das heißt, dass dieses Unternehmen sich mit mehreren Teilgebieten der Logistik beschäftigt. Denn es ist auf jeden Fall die Produktionslogistik, weil es halt am Fließband die Versorgung leitet. Des Weiteren würde ich auch sagen, dass auch ein kleiner Teil der Beschaffungslogistik darin steckt, weil es die angelieferten Güter in die Lager einsortiert. Was natürlich auch ein Teil der Beschaffungslogistik ist, weil, wie ich es eben vorgelesen habe, diese beschreibt den Weg der Ressourcen vom Lieferanten zum Lager. Kommen wir nun zu Beispiel B. Ein großer Metallkonzern hat ein Unternehmen beauftragt, den Transport diverser Erze aus den Minen zu den Schmelzhütten zu organisieren. Des Weiteren regelt dieses Unternehmen auch noch die Verteilung des fertigen Endproduktes an die Kunden. In diesem Beispiel haben wir ein Unternehmen, was ganz klar erst als eine Tätigkeit die Beschaffungslogistik hat, weil es die rohen Erze, also den Rohstoff, aus den Minen liefert in die Produktionsstätte. Und des Weiteren regelt dieses Unternehmen auch noch die Verteilung des fertigen Endproduktes an die Kunden. Also macht dieses Unternehmen auch noch einen Teil Distributions- und Abgabelogistik. Von dem war ja die Definition die Verteilung der Waren vom Vertriebslager zum Kunden. Und das ist ja hier klar zu sehen. Hier sind noch einmal die Quellen aufgelistet, welche ich in dieser Präsentation verwendet habe.
Ja, ich hoffe, meine Präsentation hat Ihnen gefallen. Ich freue mich über Feedback und falls es noch irgendwelche Nachfragen gibt, stehe ich für die auch zur Verfügung.